Ja, wir haben uns ein ganz tolles Fotoprojekt ausgedacht, speziell um die Freiwilligen von CBDA besser kennenzulernen und um mit denen mal was zu unternehmen. Sprich, wir haben uns gedacht, dass wir den Freiwilligen diese Einwegkameras in die Hand drücken und mit denen einfach durch Pune reisen und sie uns einfach Plätze zeigen, die sie mögen oder Plätze, die sie nicht mögen. Okay. Die ziehen das Ding dann auf, machen ein Foto und sagen mir dann halt dazu, warum die das gemacht haben. Ich frage die, warum machst du gerade das Foto, und die erklären mir das. Und dasselbe ist dann, die fragen mich, warum machst du das Foto, und ich erkläre denen das. Und das dient halt auch dazu, dass die sehen, wie sehe ich Indien, wie nehme ich das als Ausländer wahr, wie gehe ich damit um. Und ich sehe halt, wie sieht ein Inder sozusagen Indien, wie sehen die das, wie sehen die Jugendlichen das. Das soll halt die Unterschiede aufzeigen. Mal ein bisschen selbstreflektierend wirken auf uns, auf indische Jugendliche. Und es soll halt ein Austausch stattfinden, dass man sich mehr akzeptiert, mehr toleriert und besser kennenlernt natürlich dadurch. Bus बहुत crowded है इसलिए कर रही हूँ crowded ja ich bin Victoria aus Magdeburg 19 Jahre alt habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und ja auf dem Sportgymnasium in Magdeburg und ja jetzt bin ich hier für ein Jahr in Indien mit dem Weltwärtsprogramm und werde hier bis nächsten August bleiben. Okay, also wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg zu unserem Fotoprojekt mit den zwei Leuten von News for Change, Tushar und Nirmala. Und wir werden als erstes zu einem River gehen, der sehr, sehr dreckig ist, denn die Frage hier für das Fotoprojekt war, was magst du und was magst du nicht an Pune oder an Indien? So, sie haben sich nun entschieden, zu dem River zu gehen, weil der sehr, sehr dreckig sein soll. So, mal sehen, was ist. Ich arbeite hier für die NGO CBDA, das heißt Center for Youth Development and Activities. CBDA arbeitet konkret für Jugendliche und für die Jugendentwicklung. Das heißt, wir organisieren Projekte für Jugendliche, das heißt auch Jugendliche organisieren diese Projekte selber und ja, Jugendliche können daran teilnehmen. Und also es ist für und von Jugendlichen. If you see any places here on the way you don't like or you like, you can also take a picture. Okay? Just spontaneous. Ich selber in der Organisation bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das heißt, ich schreibe Zeitungsartikel über Events, die in CBDA stattgefunden haben. Oder ich organisiere Charity-Events mit. Und ich nehme auch an allen anderen Projekten oder Programmen bei CBDA teil und werde dort als Fotograf mitgehen und Fotos machen und das heißt, ich kann überall einen Einblick haben in CYDA und überall daran teilnehmen, wenn ich möchte, was so sehr viel Spaß macht. Ich weiß nicht, also für mich, ich finde es immer sehr traurig, wenn ich die Menschen da an der Straße sitzen sehe und die wahrscheinlich 24 Stunden am Tag da auf der Straße sitzen. Deswegen einfach spontan ein Foto.
Yeah. We could take pictures of that. Of what? Really. Huh? They're burning garbage. We could take pictures of that. That's something we don't like. Definitely not. Not like that on the side of the road. It's just so smelly. I hate it. It's very polluting. Yeah. And you hate that this. That is what you mean. Also ich bin Daniela, bin 27 Jahre, bin mit Weltwärts hier und bin hier in Pune in Indien. Arbeite für CYDA und war ursprünglich eingeplant für Fundraising-Aktivitäten. Der Plan hat jetzt ein bisschen gewechselt und wir sind jetzt mehr, oder ich bin jetzt mehr in der Programmgestaltung mit zuständig. Im Großen und Ganzen, man hat viel Kontakt mit indischen Einheimischen, was sehr viel Spaß macht. Ja, es ist auf jeden Fall interessant und es ist was anderes. Okay. I mean, we won't have a problem with the shop. Keep us in order because there is stolen stuff. Also eins der fürchterlichsten Sachen hier in Pune ist wahrscheinlich der Verkehr. Es ist nur laut, es stinkt. Und das ist eine Sache, die ich wirklich überhaupt nicht mag. Der Verkehr hier, der jetzt gerade ist, der geht noch. Also zur Rush-Hour ist das 6 o'clock in the evening. At 6 o'clock, ja, so um 6. Es ist Hölle. Also du kommst hier nirgends durch, du kannst keine Straße überqueren. Und es ist einfach nur laut. Und es ist mindestens 10-mal mehr Verkehr wie jetzt. Also ich bin Waltraud, komme aus Magdeburg, bin 20 Jahre alt, habe erst dieses Jahr mein Abitur abgeschlossen, erfolgreich, ja, und bin jetzt halt hier. Also meine eigene Unit beinhaltet Theater und Straßentheater und ich treffe mich dann halt mit den Jugendlichen und wenn wir da so... Also die Straßentheater ist meistens abhängig zu den Themen, die wir haben. Also wenn wir jetzt Kampagnen haben, zum Beispiel Violence Against Women, dann starten wir halt dazu ein Straßentheater oder versuchen halt zu dem Thema ein kleines Stück zu inszenieren. Das größte Problem ist halt, sich selbst zu organisieren, sich also eine Planung aufzustellen für sich selber. Und das ist halt die größte Herausforderung, weil du machst halt nicht jeden Tag Theater oder... schreibst an deinem Skript oder sowas, das geht gar nicht, das kannst du gar nicht machen. Also daher, also es ist halt so zweiseitig. Manchmal macht es halt wirklich viel Spaß, manchmal ist es langweilig, manchmal bist du gestresst. Also es ist halt wie auf jeder normalen Arbeit halt auch. Das ist so süß. Also hier gibt es ja eine Menge Straßenhunde. Kann man negativ sehen oder positiv sehen. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil die total friedlich und harmlos sind. Und das Ding ist mit den Straßenhunden, dass die jetzt nicht verscheucht werden oder sowas oder misshandelt werden. Nee, die Leute, die kümmern sich um die Hunde. Also das heißt, wenn die jetzt in der Nähe vom Restaurant sind oder so, die Besitzer, die geben denen zu essen oder wenn die in der Nähe von der Society sind, die ganzen Menschen, die füttern halt die Hunde, sodass die sozusagen überleben oder wie auch immer, die haben eigentlich, denen geht's gut sozusagen. Also daher, die haben da eine sehr hohe Achtung vor Tieren und Lebewesen allgemein. Wie geht? Ja. This is don't know like this is small. You don't like? Yeah, because then take a picture. Yeah. Take a picture. Come on. Because he is poor people. Poor people, yeah. That's why you don't like it. Don't like yeah, of course. Because Indian property is very poor. Yeah. Even, that's easy. Okay. Come here. They are living here, yeah? Yeah, just this sleeping is here living here. This is a poor woman. This is a no home, no
homeless people. This is a special name. They don't have homes. There's 11 strings. Okay. And the bed. Hallo. Hallo. Also bettelnde Kinder ist natürlich hier sehr, sehr oft. Am Tage kommen vielleicht 3, 4, 5 Kinder zu dir und betteln und wollen noch was haben. Und ich speziell habe mich darauf geeinigt, ihnen nichts zu geben, kein Geld zu geben. Manchmal, wenn ich zum Beispiel Essen habe oder wenn wir im Restaurant sind und was übrig haben, dann packen wir das ein zum Mitnehmen und dann geben wir das den Kindern. Also das finde ich speziell ist eine gute Sache, weil man dann auch weiß, dass sie das dann essen und das Geld nicht irgendwie an ihre Familie geben und dann gar nichts davon haben. Also ich persönlich finde es, also bin sehr schockiert gewesen von dem, also zu sehen, wie viele Kinder hier wirklich auf der Straße leben und dass die Menschen auch einfach unter der Brücke schlafen, derweil Riesenverkehr an denen vorbeifährt und sie können, aber die schlafen überall, die schlafen einfach auf der Straße, ohne Decke, ohne nichts und sie schlafen einfach mitten am Tag. One chocolate I give me. This is chocolate. Am Anfang war es für uns sehr, sehr schwierig, mit dem Verkehr klarzukommen, auch von einer Straßenseite auf die andere rüber zu gehen, was eigentlich so gut wie möglich war. Sprich, als Foreigner standest du dann einfach mal eine halbe Stunde da und hast versucht, die Straße zu überqueren. Mittlerweile gehst du einfach nur über die Straße und hältst die Hand raus und es klappt irgendwie. Also wir haben uns wirklich dran gewöhnt und mittlerweile ist es auch so, dass ich immer mit einem Freund auf dem Moped mitfahre zur Arbeit. Ja, und ich selber habe auch schon Unfälle live miterlebt. Es ist danach auch einfach so, der Unfall ist passiert und die Leute fahren einfach weiter, als ob nichts passiert wäre. Das ist das Beste. Also in Deutschland, Polizei und alles ganz groß. Und hier fahren die Leute einfach weiter und es ist egal. There's a lot of garbage over here, so we don't like it, you know. And like, it's just sewage for Pune. All the shit comes here. It's bad. There's toxic waste in it, human waste in it, a lot of it. This water is really bad, contaminated. And like, there are some people who take bath in it, and so their health is really, you know, endangered. Das nennt man Dreck und Verschmutzung. Go to Shivaji's. It's a Shivaji's Palace, right? Yes. Shivaji's Palace. Okay. Are there two rickshaws? No, it's near only. That after that we can. Hey, kya laga le re? Der Markt hier findet Mittwochs und Sonntags statt. Und alles, aber ausnahmslos, alles, was ihr hier findet, ist gestohlene Ware. Was es, glaube ich, auch recht interessant macht. Und man kann hier natürlich dementsprechend aber auch sehr günstig Sachen bekommen. Wenn man gut im Verhandeln und im Bargen ist, dann geht das gut. Hast du schon mal was gekauft hier? Nee, ich habe mich ehrlich gesagt, das ist jetzt ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich mich hierher traue. Weil ich hier mehr Schiss habe, dass ich hier meine eigenen Sachen loswerde. Essen. Du kannst ja eigentlich recht gut Essen kriegen. Also auch diese Straßenstände sind jetzt nicht, dass man sich hier Durchfall einholt oder so. Also ich mag das Essen sehr gerne, aber es ist halt auch sehr fett, weil es alles nur frittiert ist. Aber es ist lecker. Also ich mag es gerne. Hier nochmal.
Und ich mag keine Bilder schießen. Die haben wir alle. Na, ich hasse diese Trauben um uns herum. Ich muss sagen, ich hatte recht wenige Erwartungen an Indien. Ich wusste, dass es ein sehr konträres Land ist. Die einen sagen, entweder man liebt es, die anderen sagen, sie hassen es. Also es ist nichts in der Mitte angeblich. Inder mögen es einfach mal nicht ruhig. Die können nicht alleine sein, die ertragen es nicht, wenn es leise ist. Die brauchen permanent irgendwie, es muss bunt und voll und Masse sein. Also ich habe es jedenfalls bislang noch nicht anders erlebt. No, es ist halt alles immer sehr voll und durcheinander. Okay, I took a picture of this because it's a busy day and this market is only twice a week and today is like one of the main days. And despite all that, this is shelter for some people. This is their means of earning as well as their shelter where they live. And with all the hectic things around and so many people and in all the hustle bustle, this little kid is still sleeping, which is like really cute. Yeah. Also ich vermisse schon manchmal meinen Rückzugspunkt vor allem, dass man mal alleine ist irgendwo, dass man sich mal im Park setzen kann und keine Leute um einen rum sind nach der Arbeit. Und das hat man hier halt nicht. Gerade halt aber auch, weil man ja auch zu Hause mit anderen Menschen zusammenlebt und eigentlich nie alleine ist. Es ist anstrengend und es ist manchmal auch echt nervig. Und dann kommen wieder Momente, wo es sehr angenehm und schön ist und wo man doch sehr positive Eindrücke macht. Aber so das Stadtleben ist doch eher anstrengend. Wenn man reist, wenn man das Land kennenlernt und die wirklichen indischen Einheimischen kennenlernt, die machen es dann wieder sehr, sehr positiv. Die gestalten es wieder sehr positiv. Eine Anurag, den kenne ich jetzt erst seit zweieinhalb Wochen. Und der kam bei uns ins Office so einen Tag und wir waren gerade dabei, Straßentheater zu planen. Da war er da, neu, und ich habe ihn halt gefragt, ja, magst du Theater, magst du sowas machen? Er so, ja, ja, klar. Und so haben wir uns da alle kennengelernt und wir arbeiten halt so ein bisschen zusammen. Also ich kann zu ihm gehen, wenn ich so Ratschläge haben will für mein Theaterstück. Und er fragt mich halt, weiß ich nicht, wenn er Ratschläge haben will. Also wir helfen uns da so gegenseitig. Das ist ganz gut. Ja. What's the thing? What you eat, man? See, what it shows is like in India is a developing country, right? Yeah. So we are building a lot of like lot of constructions happening. Indian cityscapes are changing, but the worker conditions haven't changed as much, right? There's no helmet, yeah. No, there's security gear. No hooks, and no masks, money. No masks. Yeah. So it's one of the things. Like on one hand, we are building bigger buildings and getting higher, but to some extent, the people who are building it haven't really, you know, gotten what it needs. Yeah. Yeah. That's why I took that program. But that's the price of development, right? There is no space. We need to grow. But we need to look after the people who are making it grow, right? I suppose at least I'm more for the worker conditions. Yeah, okay. Development is a part of something we cannot stop. It has to happen. We need to grow. I mean, you have to look for that you don't destroy too much of the nature. That's the big thing. That's always been the fight, right? Yeah. It's always been the fight. Why not? I want to be connected. Always answer your phone.
Also Anurag wollte mit mir ganz gerne zu einer Frau gehen, die ein Restaurant hat, und von ihr ein Bild machen, weil für ihn ist es halt ganz besonders wichtig gewesen, weil hinter dieser Frau eine besondere Geschichte steht. Auch eine sehr interessante Geschichte. Die kam aus armen Verhältnissen und hat es von dort aus geschafft, in die Schweiz zu gehen. Hat sich dort ihr Leben aufgebaut, ihre Familie hat sie dort gehabt. Und dann den Entschluss zu fassen, okay, ich gehe wieder nach Indien, ich will dort in meiner Heimat was aufbauen, ist halt sehr stark und sehr krass sozusagen. Okay. This is my großer Son. Das ist klein. Das ist mein older boy, which is his brother is working before. Then is also family okay. Like this. We keep it him our home also. Okay. He belongs to the family. Like. Yeah. Okay. This is our family member. Bhai, tum bhi aa jao. Okay. Okay. Cheese, smile. Thank you. Oh, can we go inside? Can we have a look? Can we come? Yeah. Yes, sir. Give us a tour of your kitchen now. Yeah, this is all I make for myself, new, and so. We buy when restaurant we have, then it's only four wall. Yeah. Nothing, something, and this all we repairing tiles and floors and everything. So we have much struggle, problem everywhere. Yeah. Because yeah. Start for restaurant, and I'm alone woman. Yeah. I manage everything. So I have to everybody speak and do so much, and I'm alone I did. Because my children is not have practice, because this all outside they not know what is the price and so, and I have to do alone. And so you have to manage a lot of stuff. I have to struggle every time, problem, something, and then we have to solve. Ich meine, selber mich motiviert das auch, dass es mir zeigt, okay, wow, diese Frau kann es schaffen. Ja, also kann ich auch schaffen. Also was ich mir vorstelle, warum, dass man, okay, manchmal muss man halt Probleme auf sich nehmen, aber wenn man es wirklich möchte, dann kann man es schaffen. Und das ist wieder so ein Beispiel für mich. Diese Frau gibt mir dann halt wieder mehr Kraft, das zu machen, was ich wirklich möchte. Aus dieser Geschichte halt lerne ich das dann für mich. Und was möchtest du gerne machen? Hast du einen großen Traum? Ja, klar, aber das kann ich noch nicht so selber für mich fassen. So in Worten fassen. Das ist für mich, wo ich noch halt länger überlegen muss. This is Indian breakfast also, no? For me it's like lunch and breakfast. Yeah, we have this kind, but so many Indian eat for breakfast. They want morning. I couldn't do that for breakfast. Too much heavy, I know. Potato. Also was für mich sehr, sehr wichtig ist, da, also ich gehe 3-4 Mal in der Woche joggen, früh morgens um 7 vor der Arbeit und mit einer indischen Freundin im Park, auch in der Nähe vom Office gleich, sodass ich halt gleich nach dem Joggen zum Office gehe. Und das für mich speziell ist Entspannung pur. Also ich gehe eine Stunde joggen und ich erzähle ein bisschen mit ihr über was so passiert ist in der Woche oder was am Tag passiert ist. Und das ist für mich mein Ausgleich und danach fühle ich mich topfit und total wohl. Ja. Wir sind jetzt hier in der German Bakery. Es ist eigentlich eines der bekanntesten Cafés hier in Pune. Jeder geht hier in, jeder Foreigner. Und gerade für uns Deutsche ist es natürlich schön, eine German Bakery hier zu haben. So, haben sehr gutes Essen, sehr gutes Trinken. Mir gefällt es hier sehr gut. Also ich gehe ja in der Woche ein paar Mal hin und es schmeckt. Das ist eines meiner Plätze, die ich mag hier in Pune. Okay.
Vermisst du irgendwann mal die Heimat manchmal? Natürlich, gerade wenn ich in der German Bakery sitze. Das erinnert mich dann öfters mal so an Deutschland, gerade weil es so deutsches Essen gibt und so. Und gerade wenn man so in Momenten ist, wo man alleine ist, dann denkt man schon mal an die Heimat oder wenn man skypt. Deswegen, aber die meiste Zeit, mir geht's gut hier, ich fühle mich wohl. Von daher habe ich gar keinen Grund, an Deutschland zu denken. Wenn dir was fehlt, was fehlt dir dann da? Das deutsche Essen? Ich denke ja, das deutsche Essen, weil in Indien ist alles sehr weich und, wie sagt man, Gravy. Und ja, dieses schöne deutsche Vollkornbrot, das vermisse ich manchmal, ja. Und meine Freunde natürlich, meine Familie, das vermisse ich. Wo gehen wir jetzt hin? Wo wir jetzt hingehen? Wir gehen jetzt auf den Berg hoch, wo ein Tempel ist und wo man eine super Aussicht auf Pude hat. Und Gott sei Dank auch ein bisschen Ruhe. Das ist halt einer der etwas abgelegeneren Plätze. Also ich mag den Platz nur deswegen, weil es hier einfach ruhig ist und weil du hier mal atmen kannst und nicht nur die ganzen Abgase in die Nase bekommst. Verstehst du mich? Ja. Yeah. So that you breathe only air and not all the polluted gases. Exactly. Okay. This is Lord Shiva. It's one of the most important gods in the Hindu religion. But as I hear, it is not mainly a Shiva temple. You have more gods inside. 30 rupees. Minute ke 2 rupees. Aap us nicheke paise nahi padenge. Jaldi khatam kar. Nahi, kuch problem nahi. Unka hi paisa hai. Hamne nahi lagaya. Nahi, aadhe ghante se zyada to lagega. Lagega bhi nahi. Vermisst du Deutschland? Manchmal. Aber nur meine Familie. Familie und Freunde, aber jetzt Deutschland selber nicht. Da ich nicht so auf kaltes Wetter stehe. Aber ansonsten. Vermisst du die deutsche Kultur? Nein, gar nicht. Man hat ja viele Gespräche mit vielen verschiedenen Leuten, die sind ja auch interessant. Und ansonsten. Also ich persönlich klammer mich doch sehr so ans Reisen und an andere Ecken von Indien kennenlernen und das finde ich ganz spannend und darauf freue ich mich dann halt auch immer. Also ich bin ohne Erwartung hergekommen. Also ich habe keine großen Erwartungen gehabt. Also nicht an das Land, sondern eher Erwartungen an mich, dass ich mich irgendwo weiterentwickle. Und es wird halt mit jedem Tag mehr und mehr und lernst halt ein bisschen mehr kennen, siehst die Leute, hast einen Einblick. Zum Beispiel von einem Freund, da war erst eine Hochzeit, dann siehst du erstmal, wie eine indische Hochzeit so ist, wie das so abläuft. Und das ist halt anders als in Deutschland, da feiern die halt 3 Tage oder 5 Tage und feiern dann eine ganze Woche. In Deutschland hast du halt einen großen Tag und ja, ist halt sehr schön, so das zu sehen. Hello, how are you doing? Good, good. Und das bekommst du erst mit, wenn du deinen eigenen Freundeskreis aufgebaut hast, dann kriegst du auch mehr von der Kultur mit, als wenn du nur als Tourist hier wärst und einfach nur die ganzen Sehenswürdigkeiten anschaust, da kriegst du halt nichts mit von Indien.
So, also das ist, warum ich diesen Ort so mag, ist halt, dass hier alle meine Freunde sind, hier nachmittags meistens immer sind und er halt seinen Laden hier seinen kleinen Laden hat und weiß ich nicht, du kannst halt herkommen, dich hinsetzen, er gibt dir was zu essen und du unterhältst dich halt und er ist halt so ein ganz toller, so weiß ich nicht, der bringt immer alle zum Lachen, so und besonders mich so und daher, das ist, was ich an Indien liebe, dass ich halt diese Menschen hier habe und das halt so meine kleine Familie ist hier. Und daher ist das für mich wohl auch ein ganz besonderer Ort. So, ja. Yeah, hi. What is this all about? It's about you. It's about me? Okay, no. As in like, honestly tell me what is it about? As in like, we have no idea. I know. It's a documentary that you're making? Yeah, it is. What I like about India and which favorite place I have and which people I like and what I don't like and yeah. Wir haben hier deutsche Musik, das habe ich eingeführt. Oh, thank you. Ja, ja. Na, natürlich wächst man ein bisschen daran und wird auch ein bisschen mehr erwachsen in der Hinsicht, was ich eigentlich gar nicht so möchte, aber man lernt halt in anderen Sichtweisen zu denken und so. Kurze Frage, wie fühlst du dich hier in Indien? Wunderbar. Besser als in Deutschland. Warum? Weiß ich nicht, weil ich hier mehr Familie fühle als in Deutschland. Weil man Freunde, richtige Freunde hat und weil es halt Menschen gibt, die sich halt wirklich, weiß ich nicht, die, du hast halt so richtige Freundschaften. Also was ich jetzt bis jetzt erlebt habe. Und es gibt halt immer Menschen, die sich um dich Sorgen machen, die für einen da sind. Die kannst du anrufen, wann du möchtest. Ja. Die würden immer mit ihrem Bike vorbeikommen und sagen, hey, wo ist das Problem und ich helfe dir. Vermisst du Deutschland? Nein, nur manchmal das Essen. Ansonsten nicht, nee. Deswegen, ich kann mir vorstellen, hier zu leben. Indien hat mich schon verändert, sprich, dass ich noch selbstständiger geworden bin und nicht das Gefühl habe, von anderen immer abhängig zu sein hier. Sprich, ich merke auch, ich kann, wenn ich will, hier das machen, was ich möchte und ich kann mich hier weiterentwickeln. Und natürlich möchte ich noch mehr über mich selber erfahren und ich weiß auch ganz genau, dass das passieren wird. Und bis jetzt hat mich Indien schon verändert. Also ich bin auch stärker geworden und ich kann meine Meinung auch besser äußern, was mir in Deutschland nicht so leicht gefallen ist. Und ja. Indien ist für mich in erster Linie halt auch nur ein Land, wo es Menschen gibt. Es ist ein Land, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle und wo ich meine Freunde habe. Sozusagen schon eine Heimat, sozusagen. Anstrengend. Der Inder ist freundlich. Fast immer gut gelaunt. Also sie haben immer ein Lachen für dich übrig. Hilfsbereit, nett, unpünktlich, zerstreut, liebenswürdig, manchmal zu konservativ, manchmal zu leise. Aber allem so ein guter Freund.